Einen guten Morgen aus dem noch sonnigen Landau in der Pfalz. Ich bin, wie man hier großzügig erkennen kann, bei Karatec. Und im Hintergrund wartet schon der Herr Schweizer. Den kennt ihr. Servus, grüß dich. Moin, hi. Den kennt ihr hoffentlich. Du wirst auch schon erkannt. Ja, in der Tat. Die Leute rufen ja an und sagen, hey, du bist doch der erste Video. Ist doch eine angenehme Geschichte, oder? Ja, das ist schön, macht unheimlich Spaß. Diese Frage. Balance einfach, man hat ein bisschen Eindruck, wer ist da gegenüber. Man kann den eher greifen, wie wenn er in einem Magazin auftaucht. Ja, unbedingt. Das macht das Ganze auch lebendiger, genau. Finde ich. Das ist schon gut so, ja. Aber bevor ich zu dir komme, muss ich wirklich eins sagen. Kompliment an Karatec. Ich saß gestern Abend in meinem schönen Detlefs. Natürlich mit einem schönen Karatec-Bildschirm und einer schönen Karatec-Schüssel und habe mir mit Genuss dieses neue Magazin Ausgabe 1.21 reingezogen, kann man wirklich sagen. Ich bin nicht mehr so der Papiermensch. Uns allen geht so, wir haben immer weniger zu lesen in der Hand. Ja, einige mehr und andere weniger, aber das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, weil das ist jetzt kein Werbemagazin, sondern ihr wechselt ab mit dem Regionalen. Was kann man hier auch machen? Stellplätze. Super schön gemacht. Ja, das ist uns schon wichtig, dass wir den Leuten hier auch unsere Region näher bringen, die ja wirklich einlädt für Kurzurlaube, Kurztrips, auch sehr beliebt bei den Reisemobilisten. Und das ist uns einfach viel wert, dass wir da neben unseren Produkten, klar, die da Platz finden, auch wirklich die Region hier in den Vordergrund stellen. Es wechselt sich nämlich auch ab. Ja. Klar haben wir natürlich die Produkte im Vordergrund, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, auch vom Papier, von der Grammatur, da hat sich wirklich jemand richtig großen Kopf gemacht. Ja, wie gesagt, das soll auch was hermachen, das soll Spaß machen beim Lesen, wenn man es in der Hand hält. Ja. Und für ein paar Stunden da wirklich mal Abwechslung sorgen. Ganz neu zum Download hier in Landau oder bei den Händlern verfügbar. Richtig, genau. Schaut euch das mal an, wirklich schön gemacht. Und da sind auch die Themen drin, die wir jetzt angehen bei diesem Besuch. Das ist einmal ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert, denn mich interessiert ja alles rund um Camping. Wie du weißt, das Thema Navigation. Was ist die richtige Navigation für mich und mein Fahrzeug? Ja, also die Frage ist grundsätzlich so pauschal gar nicht zu beantworten, eben. Tobi. Da ist jeder anders vom Anspruch her. Aber dafür haben wir ja eine entsprechende Präsentation mit allen Geräten, die wir so vertreiben, um dir, unseren Kunden, auch unseren Händlern die Geräte einfach mal zu zeigen, vorzustellen. So, damit jeder das richtige Gerät für sich findet. Ja. Wir waren ja schon mal an der Wand, sind aber nur drüber geflogen. Heute wird es ein bisschen intensiver, weil ich kenne sie aus meiner Verkaufserfahrung auch noch. Es gibt natürlich den Neueinsteiger. Na gut, es gibt auch den Profi-Camper schon, in Anführungszeichen, Profi-Camper. Der sagt, ich weiß gar nicht, was ich mir als nächstes kaufe. Der hatte entweder schon alles oder steigt jetzt gerade ein. Ich kenne wirklich Herrschaften, die unterscheiden bzw. entscheiden sich vielleicht für einen Kastenwagen, vielleicht auch für einen voll integrierten, vielleicht auch sogar für einen Liner. Also da ist die Range groß. Und nehmen wir mal an, wir brauchen einen Kastenwagen oder wir wollen einen Kastenwagen bestücken. Ja, ja. Die Tendenz im Moment bei uns hier, stelle ich fest, ist klar, beim Kastenwagen entscheiden sich immer mehr Leute für einen klassischen Monisiva. Ja. Monisiva heißt, du hast ein Doppeldiengerät mit einem großen Monitor. Erstmal wurscht, aber du hast keine Navigation mit drin, also keine typische Camper-Software mit drauf. Bei dem klassischen Monisiva nutzt du dein Smartphone zur Navigation. Mhm. Navigierst dann über Google Maps oder über Apple Karten beispielsweise. Ja. Da beim Camper oftmals die Höhe, die Länge, die Breite gar nicht so ins Gewicht fällt. Ja. Höhe, Breite, Gewicht. Beim teilintegrierten, vollintegrierten ist halt was anderes. Da brauchst du halt eine Höhenangabe, eine Längenangabe für die Navigation, dass du dann halt irgendwann vor einer Brücke stehst und eine böse Überraschung erlebst. Ne? Also wie gesagt, beim Kastenwagen ganz klar die Tendenz Richtung Monisiva im Moment, zumindest was wir hier erfahren. Ne? Ja, es ist natürlich schon eine Geschichte mit der Tonnage. Was Kastenwagen haben wir so zwischen 260 und 275, je nach Aufbauhöhe, beziehungsweise was dann noch draufgebaut ist, Sattschüssel und so weiter. Man muss ja immer alles mit einrechnen. Geht es in allererster Linie bei den Herrschaften, die kommen, oder Frauschaften, muss man jetzt Herrschaften auch das? Und Frauschaften sagen? Wenn wir korrekt sein wollen, eigentlich. Bei den Kunden und Kundinnen, ja, so. Ja, also nur, um den Spaß nochmal einzufügen. Aber geht dann die Tendenz dahin, dass dann möglichst die Displaygröße zählt, ist es zu sehen in den letzten Jahren, du bist ja auch schon länger in dem Zirkus, positiv gemeint, unterwegs, dass man sagt, oh, ich will möglichst viel, möglichst gute, blendfrei. Also
die Nachfrage nach den größeren Displays, und da sprechen wir ja von allem, was größer als 7 Zoll ist, ja. 9 Zoll, 10 Zoll, die Nachfrage ist schon gewachsen in den letzten Monaten und Jahren, sicherlich. Wobei wir aber auch noch ganz häufig ein klassisches 6,2 Zoll oder 7 Zoll Gerät verkaufen. Ist natürlich auch auf den Geldbeutel abgestimmt. Na, das zum einen. Ich habe aber auch Kunden, die sagen, nee, mir ist das zu wuchtig. Ich hätte es gern lieber schön in die Armatur integriert, dass das weniger hervorsticht und auffällt. Ja. Wie ich eingangs sagte, da sind die Geschmäcker auch ganz unterschiedlich und die Ansprüche sowieso. Es gibt ja auch später ein tolles System, kleine Veranstaltungshinweis auf eines der nächsten Videos, was wirklich momentan noch einmalig ist, das ihr verbaut habt in einem Kastenwagen. Richtig. Das sehen wir uns aber an, da ist nur hier dann der Link drüber gesetzt. Genau, da verraten wir jetzt gar nicht mehr. Dann gibt es natürlich noch Satzschlüsselthema, aber jetzt bleiben wir mal hier hängen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Ich gebe zu, ich bin Android. Ja, wir haben da ja so einen kleinen... Ja, Rassismus ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ja, das ist ja schlimm auf der Welt, was überhaupt passiert. Aber es gibt eben die, die absolut schwören auf ihr Android-System und dann die anderen vom Apple-Ufer. Ja, es gibt sicherlich diese zwei Lager. Und das Interessante ist dann tatsächlich, dass der Apple-Kunde nichts mit dem Android anfangen kann und möchte und genauso gut umgekehrt. Ist so. Aber das Schöne ist es ja, dass es für jeden was gibt und alle Geräte, fast alle Geräte ja beide Systeme bedienen können. Von daher... Wichtige Frage eben für mich. Ja. Ich habe jetzt meins mit reingebracht, weil ihr seid alle Appleianer. Gibt es Appleianer? Das liegt auch da hinten drin, ein handelsübliches Samsung S8. Und das haben wir jetzt angesteckt und ich war ganz begeistert, weil sofort hier über die Google-Geschichte alle Daten verfügbar waren. Auch wo ich gestern noch beim Einkaufen war, sieht man hier. Ja, ist was geshoppt. Ist in der Tat so. Sobald du dein Android-Gerät mit dieser Android-Auto-App bestückt hast, sage ich jetzt mal, kannst du es mit deinem Munisieber oder auch Navigationssystem verbinden und hast dann im Prinzip alle von Google oder über Android lizenzierte Apps auf deinem Gerät hier drauf. Also bitte nicht verwechseln, du hast nicht alle Apps, die du automatisch auf deinem Smartphone hast, auch auf diesem Gerät, sondern wirklich die lizenzierten und essentiellen Apps. Ja. Wir können mal ganz kurz mal reingucken, was du so auf deinem Smartphone hast. Hoffentlich entdeckt man jetzt wirklich nur die Sachen. Nein, alles jugendfrei und alles gut. Also die Google Maps-Funktion haben wir eben schon gesehen im großen Bild. Du hast die Telefongeschichte mit drin, mit deinem Telefonbuch, deiner Anrufliste etc. Ja, da kannst du ruhig hinklicken. Da sieht jeder, mit wem ich gestern Nacht Telefon, wie lange ich arbeite. Ja, also genau. Von dem her. Ja, siehst du mal. Also da deine ganze Anrufliste. Du hast hier deine Kontakte. Oh, jetzt haben wir den angerufenen Günther. Legen der wird sich freuen jetzt. Du hast da deine Kontakte drin, also kannst direkt auf dein komplettes Smartphone zugreifen. Oder auf Zuruf eben sagen, wie man es gewohnt ist oder wie ich gewohnt bin, auf dem Handy, okay Google, auch das funktioniert. Genau, dann kannst du im Prinzip hier direkt über die Sprachsteuerung deinen Anruf tätigen beispielsweise. Hat sogar schon reagiert, aber wir haben ja dann abgebrochen. Genau, richtig. Alles gut. So, jetzt gehen wir mal raus. Dann hast du Kalendergeschichte. Du kannst dir deine SMS-Nachrichten vorlesen lassen, meinetwegen. Also das System ist sehr umfangreich. Musik, Spotify, ich weiß nicht, hast du Spotify hier drauf? Nee, ich habe kein Spotify. Also hättest du hier dann auch im Prinzip eine direkte App für Spotify und könntest dann hier deine Musik entsprechend streamen. Ich bin sehr Alexa und Amazon nicht süchtig, um Gottes Willen. Aber gerade in der Zeit bestellt man halt mehr, macht man mehr auf Zuruf. Ich nehme auch mal meine Alexa, wenn ich abends eine Tour plane und dann rufe ich die an und sage, sag mir mal den Weg, wie lange brauche ich, wie viele Kilometer sind das? Ganz praktisch. Aber das kannst du natürlich alles auch mit Google machen. Das kannst du auch alles mit Google machen, in der Tat. Genau, du kannst dem Hey Google hier sagen, was er tun soll und dann tut in der Hoffnung, dass er es tut. Ja, ja. Wie viele Handys kann ich jetzt da reinhängen? Na, du kannst über Bluetooth zum Beispiel mehrere Handys koppeln. Ja. Die kannst du dann nach Prioritäten im Prinzip ordnen. Ja. Ja. Über Android Auto oder beispielsweise über Apple CarPlay kannst du dann ein Smartphone direkt damit verbinden und kannst mit einem Smartphone diese Google Geschichte nutzen dann in dem Moment. Kannst du natürlich dann auch umstecken, ne? Wenn du mehrere Hast, kannst du natürlich auch umstecken. Ja. Meine Kamera braucht man gar nicht reden, wie gesagt, auf das Thema kommen wir später. Nachdem ich mich jetzt mit Apple gar nicht auskenne, also wirklich, ich bin da so weit weg davon, ich habe auf MS-DOS gelernt. Auf MS-DOS hört sich auch cool an, gell? So Ende der 80er Jahre. Ja. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Da haben wir ja alternativ dann die Siri. Das ist im Prinzip das Pendant zum Onkel Google. Auch das kann ich dir ja mal kurz zeigen, wenn du magst. Ich habe hier mal ein Kabel angestöpselt und nehme jetzt einfach mein Smartphone mal. Ja. Und hänge das mal hier daran, entsperre das einmalig. Und dann sind wir hier direkt online.
Genau. Also auch wieder hier die lizenzierten, freigegebenen Apps. Aber alles Essentielle mit dabei. Telefon, ich kann meine Musik komplett abrufen. Mhm. Die Siri liest mir meine WhatsApp-Nachrichten vor während der Fahrt. Ja. Ich kann hier auch über Google Maps navigieren. Also das Gleiche, was wir eben bei deinem Android-Smartphone auch gesehen haben. Die beißen sich nicht, die zwei. Genau. Die nutzen gegenseitig ihre Oberflächen. Ja. Stellplatzverzeichnisse wird man da öfter mal angesprochen, auch in deinem Job bei der Beratung, weil viele arbeiten ja mit den Stellplatz-Apps, aber wenn die da nicht lizenziert sind, helfen sie halt auch relativ wenig. Da helfen sie dann relativ wenig. Sicherlich könnte ich dann, ich sag's mal, losgelöst mit meinem Smartphone die App nutzen, Adresse raussuchen und können sie dann über Google Maps hier navigieren lassen. Das geht sicherlich. Genau, dann wäre das ein Schritt mehr. So ist es, genau. Andernfalls gebe ich es bei einer normalen Camper-Navi halt über das Navigationssystem direkt ein. Ja, genau. Hier mache ich es halt über Smartphone und lass dann über Google Maps navigieren. Ist natürlich schon angenehm bei Google, wenn du das bloß noch zurufst. Ich mache das generell so, suche mir einen Stellplatz in der Nähe von Land in der Pfalz. Ja. Zack, kriege ich die Liste. Das ist halt super komfortabel, das ist richtig. Aber ich weise gerne nochmal darauf hin, es ist für denjenigen wirklich interessant, der auf die Höhe, die Länge, die Breite und eben das Gewicht vom Fahrzeug unbedingt auf das Profil verzichten kann und möchte. Ja. Ja. Für den großen Linerfahrer oder für den großen Teilintegrierten ist die Frage, ob da nicht eine Canva-Software vielleicht das Richtige ist. Ja, mit aber Sicherheit. Es gibt ja Möglichkeiten. Und da ist auch dann immer diese Anhängerfunktion dabei, die ist ja auch nicht unwichtig. Es fahren ja immer mehr auch mit ihrem Hubschrauber auf dem Anhänger oder mit dem Jetski oder was weiß ich. Hast du da irgendwo gerade aufrufbar so eine Navigation, wie man das eingibt? Das können wir gerne mal Beispiel, tun. Zum Beispiel, so wahllos mal eins. Ja. Für die, die das noch nie gesehen haben, vielleicht mal ein interessantes Thema, wenn wir jetzt das erste Mal in unser neues Gespann einsteigen, das bei euch abholen und dann Grundzüge erklärt er ja. Der Rest ist ja so intuitiv und bedienerfreundlich. Man kann ja das gar nicht erklären. Man muss es aufsaugen. Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn du jetzt bei uns dir ein Navigationssystem einbauen lässt, dann richten wir dir das komplett ein. Ja. Also wir setzen uns mit dir zusammen ins Fahrzeug, wir geben gemeinsam mit dir das Profil von deinem Fahrzeug ein, legen wir komplett an, sodass du fix und fertig mit deinem Navigationssystem, deinem Gespann, deinem Fahrzeug vom Hof fahren kannst. Ja. Ja, das machen wir dann schon gemeinsam. Ja, aber der Rest ist dann ein Erfahren. Sicherlich. Weil ja nichts Schlimmes mehr die Geräte dabei können ist. Ja so unheimlich viel mittlerweile. Ja. Ja. Da müssten wir uns einen Tag extra Zeit nehmen. Ja, und dann hast du ja auch wieder alles vergessen das als ist, User. Das ist dann so viel Input auf einmal. Ne? Geht gar nicht. So, dann lass uns doch mal hier reingehen ins Profil. Einstellungen, Routeneinstellungen. Und jetzt kann ich hier beispielsweise schon mal sagen. Ich komme da vielleicht auf die andere Seite. Magst ja, genau, komm mal rum. Tauschen, genau. Weil dann haben wir nicht so viel Spiegelung drin. Jetzt haben wir es gut. Genau. Stört dich das so? Nö, naja, alles gut. Gut. Und dann kannst du hier schon mal vorab Auswahl treffen vom Gewicht her. Ja. Ne? Kleiner 3,5 Tonnen, 3,5 bis 7,5 oder eben dann größer als 7,5. Oh, da geht noch was. Ja, wir nehmen mal die mittlere Klasse. Ja, genau. Ne? Wir haben ja eine Camper-Software hier drin. Das Ganze wollen wir jetzt bearbeiten. Und jetzt kann ich dem Namen geben. Ne? Mhm. Manche Leute haben gern einen bestimmten Namen für ihr Fahrzeug. Ich hatte schon Schatziputzi. Ist mir jetzt zu lang zum Eingeben. Nee, ich nenne es jetzt einfach mal. keine Ahnung, Gewicht. Können wir mal 7,5 eingeben. Das ist jetzt mal hier für den Spaß. Breite 2,35. Höhe können wir mal noch ein bisschen rumspielen. Ja. 3,45 rein. So, und jetzt kommt deine Frage. Anhänger. Ich kann jetzt hier eingeben, was ich hier für das sind aber die Achsen, nicht die vier Hänger. Richtig, genau. So, ja, mit vier Hänger wird es ein bisschen schwierig, genau. Sozusagen. Und hier haben wir entsprechend die Achsen vom Fahrzeug. Ja. Es gibt ja auch eine Dreiachse an großen zum Beispiel. So, und jetzt kannst du maximal zulässiges Gewicht eingeben. Tatsächliches Gewicht würde ich dann auch auf die 7,49. Ja, es wäre dann wegen Brücken und so weiter. Genau, so ist es. Ja, okay. Ja. Und jetzt habe ich hier noch einen Button mit Ladung. Das ist immer eine ganz witzige Geschichte am Rande. Du sitzt da mit einem Kunden, Ehepaar im Fahrzeug und richtest das hier ein und fragst dann, haben sie denn Gefahrenstoffe geladen? Immer. Und zu 99% kommt dann die Aussage von ihm, ja, wenn meine Frau mitfährt. Der kleine Gag darf sein. Natürlich haben das auch Damen schon umgekehrt von ihrem Mann gesagt. Unbedingt, unbedingt. Aber es ist immer wieder lustig. So, und jetzt haben wir im Prinzip dein Profil für dein Fahrzeug hier fertig angelegt. Sag mal, weil ich dich gerade als du bist mein Navi, Audio, Mobil, Video-Profi. Ich habe einige Fahrzeuge in meinem Leben übergeben. Jetzt habe ich hier die Routenführungsmethode schnell drin. Ja. Da gibt es ja auch immer leicht. Ja. Leicht heißt, er wählt für mein Fahrzeug die leichteste Strecke, auch wenn es ein Umweg ist.
Richtig. Also man muss differenzieren. Ja. Du hast, jetzt ist der Demo-Modus drin. Noch mal kurz hier rein. Ah, ich habe immer so, ich rede so lang. Weißt du das? Nein, alles gut. Alles gut. du kannst hier zum Beispiel, und das wird ganz oft auch verwechselt, schnell und kurz zum Beispiel. Mhm. Ja? Also ich sag mal, kurz bedeutet im Prinzip ein Kilometer weniger als die schnelle Route, kann aber mal 2 Stunden länger dauern, weil du über Landstraßen entsprechend geführt wirst. Ja. Also das sollte man sich im Voraus dann schon überlegen, wie möchte ich fahren, möchte ich schön entspannt fahren durch die Landschaft oder möchte ich schnell effektiv ans Ziel kommen und wähle dann die Autobahnvariante. Ja. Genau. Ökonomisch ist klar, da fährt er möglichst grün und sparsam und da wird er eher die Bundesstraße nehmen als die Autobahn, wo alles Tempolimit frei ist. Natürlich, jetzt haben wir ja Tempolimit 7,5 Tonnen, 3,5 bis 7,5 haben wir ja sowieso, aber man muss sie ja dann halten. Ja. Aber er würde das so rechnen, da ticke ich richtig, das habe ich dann eigentlich richtig erklärt, mit der leichten oder einfachen Strecke. Ja. Also nehmen wir mal an, ich fahre nach Rom und mache nochmal einen Zwischenstopp am Gardasee und dann rechnet er mir ganz genau aus, fahr am besten jetzt nicht über Verona, keine Ahnung, ob es auf der Strecke liegt oder nicht, aber vollkommen egal, weil das Zentrum würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Dann führt er dich außen rum so auch mit. Genau. Naja, so wie gesagt, das sollte man, kann man sich, wenn es um solche Strecken geht, vielleicht im Voraus mal angucken. Mhm. Er rechnet mir ja dann auch, wenn ich jetzt das Ziel eingebe in Italien, wo ich hin möchte, kann ich mir auch Alternativrouten rechnen lassen, anzeigen lassen. Ich werfe einen Blick drauf, was ist für mich so die schönere Variante und dementsprechend lasse ich mich navigieren. Thema Stellplätze, sind die alle jetzt schon irgendwie vorausgestattet mit Campinggrounds im weitesten Sinne und Stellplatzhinweisen? Viele Navigationssysteme, ich nehme jetzt mal einen Blaupunkt, ich nehme jetzt den Alpine, die haben zum Beispiel den Bordatlas schon mit drauf. Alpine als Beispiel hat jetzt seit... Da steht es ja auch deswegen, nicht nur wegen den Höhenangaben, sondern es wird Camper heißen, weil es wahrscheinlich schon ein bisschen Datenbank drin hat. Richtig, genau, so ist es. Und hier haben wir zum Beispiel beim Alpine den Bordatlas mit drauf. Ja. Und der hier hat jetzt, glaube ich, schon das neueste Setup drauf. Genau, da hat nämlich auch die Park4Night-App schon mit drin. Ja. Also solche Gimmicks macht dann halt die Camper-Software aus, schlussendlich. Okay. Das hast du jetzt bei Google Maps nicht. Da hat Park4Night einen geilen Deal gemacht, wenn die da auf den Geräten sind. Ja. Gratuliere Park4Night. Ich kenne die Firma noch, da waren sie noch zu zweit klein in Düsseldorf gestanden und haben gerade mal die App auf den Markt gescheucht. Kennt mittlerweile jeder. Mhm. Egal, was man davon hält, wir sind jetzt mal wertfrei. Wir sind auch vor dieser Riesenauswahl von Möglichkeiten wertfrei. Weil ihr verkauft das, was halt wirklich zum Kunden passt. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich sag mal, du kommst zu mir und sagst, hey, ich habe hier einen Kastenwagen stehen oder ich habe einen teilintegrierten XY stehen. Ja. Ich möchte ein Gerät. Ja. Dann ist die Frage, was stellst du für einen Anspruch? Was muss das Gerät können? Genau. Hast du einen Kastenwagen und sagst, ich brauche keine Camper-Navi, mir reicht ein Monisiva, ich navigiere mal über Google Maps, ist das völlig in Ordnung? Ja, genau. Möchtest du, wir können ja ganz kurz mal einen Blick drauf werfen, ein 7-Zoll Monisiva, der passt schick schön in die Armature rein, schließt da bündig ab, alles schön. Ja, ja. Oder du sagst, hey Daniel, ich hätte gerne ein bisschen ein größeres Display, dann nehmen wir ein 9-Zoll Gerät, haben wir ein vorgesetztes Display. Du hast hier die Apple CarPlay Android-Anbindung mit dabei, wo wir eben schon besprochen hatten. Du kannst dann die Geräte, deine Kameras anschließen, du hast einen USB-Anschluss. Oder du sagst, hey Daniel, ich hätte aber gerne noch ein CD-Laufwerk. Ein ja, stimmt, das stirbt immer mehr aus. Die Leute habe ich auch noch, die immer noch ihre normalen klassischen CDs hören möchten. Ja. Auch dafür gibt es dann entsprechend Geräte, einen reinen Monisiva, wo du dann auch noch deine klassische CD hören kannst. Du hast Apple CarPlay, Android Auto mit drin. Ja. DAB Plus haben die Geräte eigentlich alle mit drin. Mir fällt jetzt spontan keiner mehr ein, der es nicht hat. Also DAB Plus auch DAB ist und so ist überall jetzt schon. Genau. Also 5,25 Zoll Disketten und 3,5 Zoll Disketten kriegen wir da nicht rein. Da wird es schwierig, können wir da vielleicht extern was basteln. Aber auch nur vielleicht, das ist nicht mehr so sicher. Ja. Jetzt noch ein Thema, ganz kurz angesprochen, Updates. Das ist ja was, wo man wahrscheinlich jedes Mal gefragt wird. Wie läuft das mit den Updates? Sind die jetzt im ersten Jahr dabei bei den meisten oder... was muss man rechnen, wann sollte man ein Update machen? Der Hinweis kommt ja immer, aber man könnte das jede Woche machen, aber so oft liefern ja die Hersteller gar nicht. Nein, also du hast in der Regel alle Vierteljahr, halbe Jahr vielleicht die Möglichkeit, ein neues Update zu ziehen. Die Frage ist dann immer, ist es notwendig? Ja. Prinzipiell hast du, egal welches Navigationssystem du dir jetzt einbauen lässt von uns, die Möglichkeit, einmal ein kostenloses Update zu fahren nach dem Einbau, dass du auf dem neuesten Stand bist. Ja. Und einige Geräte, einige Hersteller haben sogar ein 3-Jahres-Karten-Update mit dabei. Okay. Kommt jetzt auf die Ausstattungsvariante drauf an. Und
ich werde oft gefragt, wie oft muss ich denn ein Update machen? Nichts muss, alles kann. Ja, genau. Wenn ich da alle Jahre ein Update mache oder eine größere Reise vor mir habe, dann macht es vielleicht Sinn. Sinn macht es dann schon, und das sage ich auch immer gern dazu, wenn ich jetzt so ein 3-Jahres-Karten-Update habe, dass ich mir einfach einen Termin setze im Kalender, dass ich auf jeden Fall ein Update mache, bevor die 3 Jahre zu Ende sind. Im Nachgang kostet so ein Update bei den Herstellern eigentlich nahezu das Gleiche, also zwischen 100 und 120 Euro für eine Europa-Version. Greifen ja auch viele auf die gleiche Plattform zu. Ja. Es gibt ja nicht mehr wie am Anfang 15 verschiedene Anbieter von Navigationselementen oder der Base dieses Ganzen. Genau, du hast im Prinzip noch 2 relevante Anbieter, über die du es dann updaten kannst. Alle anderen sind rausgestorben. Ja. Das ist halt mal der Zahn der Zeit, die so Entwicklung. Und die greifen alle auf die Plattform zu. Ja, da haben wir doch mal einiges gelernt. Wenn ihr natürlich Fragen habt, die ins Detail gehen, dieser Mann und die Crew von Karatec. Genau, also deshalb machen wir den Spaß hier. Wir haben hier wirklich 18 Geräte ausgesucht, von denen wir überzeugt sind, die qualitativ auf dem Stand sind, die von der Ausstattung her für jeden was bieten. Ja. Ob für einen schmalen Geldbeutel, ob wirklich das große Premium-Produkt, kleines Display, großes Display. Es soll jeder herkommen, sich die Geräte anschauen, und wir finden dann das passende Gerät für den Kunden oder auch für den Händler, der sich da unschlüssig ist, was er da vertreiben oder einbauen möchte. Jederzeit gerne. So sollte das aussehen, und genau so, jetzt habe ich das C, jetzt habe ich das Logo im Hintergrund wieder drauf. Das muss sein. Erstens habt ihr echt einen coolen Bau. Dankeschön. Zweitens habt ihr einen coolen Stellplatz. Ich muss das nur kurz zeigen. Guck mal, ich zeige euch mal. Da darf ich übernachten. Ja, da steht er, so wie es sein soll, mit Karatec an Bord. Und ihr macht euch schlau. Daniel Schweizer ohne T. Ohne T, wie die Schweiz. Ich habe es gestern immer gehört, und ich weiß es ja von dir, dass du der Daniel Schweizer ohne T bist, weil das sagt man ganz oft am Telefon, gell? Ja. Die Leute Kontakt wollen. Ich werde ja immer gefragt, mit T, ohne T, ohne T, wie die Schweiz. Auch wenn er in der Nähe der Schweiz schon fast ist. Fast. So, Schluss. Gut. Wir sehen uns, und zwar jetzt dann zum Alarm-Alarm-Special am Karatec-Kastenwagen. So machen wir das. Bis gleich, Daniel, wie immer. Servus. Top, danke dir. Ciao, ciao.